Hallöchen und willkommen zu einem neuen Video. Heute erfülle ich mal einen Videowunsch und zwar machen wir Marmelade. Erdbeermarmelade, leider aus tiefgekühlten Erdbeeren, weil ja, das Erdbeeren jetzt sehr schwer zu kaufen gibt. Und normalerweise macht man, also wenn man es aus frischen machen würde, könnte man noch ein bisschen Wasser hinzugeben. Aber hier ist auch schon viel Wasser drin einfach auch, also nicht nur in der Erdbeere, sondern es ist ja tiefgefroren, da wird auch noch so ein bisschen Wasser abgehen, deswegen machen wir das so. Das sind 600 Gramm Erdbeeren. Dann braucht man dafür so ein Zitrönchen, den Saft einer Zitrone. Das ist 100 Gramm Erythrit und ein Teelöffel Guacamehl und Schraubgläser. So, also ich habe jetzt hier, die habe ich mal, ja, aus dem... Da waren wir, glaube ich, in Disneyland oder so, im Disney-Hotel. Und da hatten die so Erdbeermarmelade, Konfitüre, irgendwie sowas da drin. Und ich habe die dann halt jeden Tag beim Frühstück gesammelt. Ich meine, die schmeißen das ja eh dann weg. Und ja, da habe ich die halt her. Diese Gläser, die habe ich tatsächlich gesammelt, ganz normal aus dem, oh, da ist noch ein Etikett drauf, aus dem Supermarkt. Also ich habe da Marmelade gekauft früher mal und dann die Gläser gesammelt. Ich habe da auch immer so gern mit gebastelt und so. Man kann da auch super Peelings machen mit, also Peelings aufbewahren oder so Badebomben basteln, so für Weihnachten und so. Und oder Badebombenpulver, sagen wir es mal so. Und genau, und deswegen habe ich ganz viele von diesen Gläschen und ich bin ja total glücklich darüber, weil die kann man jetzt großartig einfach wiederverwenden. So, und das Allerwichtigste ist, also wenn wir jetzt hiermit anfangen, das Allerwichtigste ist Wasser, die Gläser, ein sauberes Tuch, also ich habe hier ein sauberes Handtuch und die Gläser müssen erstmal richtig schön ausgekocht werden, damit sie steril sind. Das ist das Wichtigste an dieser ganzen Marmelade, wenn ihr das falsch macht, wenn ihr das nicht desinfiziert sozusagen mit dem Auskochen und dann die Marmelade macht, dann ja, könnte sie anfangen zu schimmeln. Das ist natürlich schlecht, das wollen wir nicht, deswegen kommt jetzt hier einfach alles rein. Ich mache das natürlich gleich an, damit es kocht. Es kommt hier alles rein und wird schön so ein paar Minuten ausgekocht auf höchster Stufe, damit es schön blubbert. Und ja, genau, dann werde ich das hier langsam erhitzen. Wenn ich das natürlich erhitze, wird das auftauen und dann wird es ein bisschen matschig. Das wollen wir ja. Dann kommt auf jeden Fall der Zucker hinzu und das muss dann 20 Minuten leicht köcheln. Also leicht so, so, ja, man muss es halt erhitzen, ne? 20 Minuten, damit das schön alles durch ist sozusagen. Und dann kommt im Anschluss Zitronensaft und das Guacamehl mit rein. Und dann sollte man natürlich darauf achten, dass man das dann sofort in die Gläser abfüllt. Da muss man auch aufpassen, dass man die nicht anfasst oder so. Also jetzt nicht ein Glas nehmen und dann hier mit den Fingern reinpacken oder sowas, sondern einfach ja mit einer Zange am besten hier rausholen und richtig schön das sauber halten. So, und dann werden wir sie umdrehen. Und das mache ich jetzt alles einfach mal. Und ja, viel Spaß beim Video. So, noch etwas Wichtiges, also die 20 Minuten beginnen natürlich bei tiefgekühlten Erdbeeren oder Früchten erst dann, wenn alle Früchte abgetaut sind. Das heißt also, jetzt ist alles schön weich, es ist nichts mehr ja, kalt und es fängt auch schon an zu köcheln, das heißt, es hat eine bestimmte Temperatur erreicht und erst dann fangen die 20 Minuten an.
das sind also jetzt meine zwei Gläschen und einmal hier so ein kleines Babygläschen. Und ja, die müssen jetzt so lange auf dem Kopf stehen, damit halt ein Vakuum entsteht und so lange, bis sie abgekühlt sind. Und dann könnt ihr sie einfach, also ich tue sie dann in den Kühlschrank und dann hat man halt frische Marmelade. Und zwar Keto-Marmelade sozusagen, Low Carb ohne Industriezucker. Natürlich ist da Fruchtzucker drin, also solltet ihr jetzt nicht unbedingt ein ganzes Gläschen auf einmal essen. Aber halt, ich finde, das ist super, wenn man so ein bisschen Quark manchmal hat oder wenn man irgendwie so ein Pita-Brot hat oder so. Oder auch ein Leinsamenbrot oder halt so ein Eiweißbrötchen. Dann kann man sich das mal einfach mal draufschmieren, wenn man irgendwie Bock drauf hat. Und für den Winter ist das perfekt, weil im Sommer kann man, klar, alles schön frisch essen. Im Winter ist es nicht so einfach, an Beeren und so zu kommen. Und ja, das ist halt, also das Wichtigste ist wirklich heiß abfüllen, schön steril halten, auf den Kopf stellen, mit Handschuhen am besten. Passt wirklich auf, es ist alles heiß. Und den Kochlöffel habe ich da auch reingesteckt in das kochende Wasser, damit der auch steril ist. Und ja, zum Schluss habe ich das dann noch mit so einem kleinen Schaber ausgekratzt. Mit so einem Schaber und den Kochtopf. Und da habe ich jetzt einfach auch den Schaber in das kochende Wasser getan, damit auch der bakterienfrei ist. Und dann dürfte eigentlich nichts passieren. Man kann auch manchmal noch, wenn man Bock hat, irgendwie ein bisschen Vanille oder so dabei tun. Also ja, da sind halt die, ja, also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Man kann alles Mögliche machen. Also ich habe da schon Brombeeren eingekocht oder auch, ja, weiß ich jetzt nicht, Heidelbeeren und alles. Also alles wirklich kein Thema. Das funktioniert richtig gut. Und es ist eine gute Geschenkidee für Weihnachten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, ich hoffe, dass ihr morgen wieder einschaltet. Ich würde sagen, bis morgen. Tschüss.